Was hältst du davor, dass wir runden durch so ein Bäder fahren? Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Stimmt es, dass auf der Luisenhöhe mal der Napoleon war? Ja, das habe ich auch mal gehört. Du habt schon recht, da ist was Wahres dran. So, nicht der Napoleon selber ist da gewesen, sondern seine zweite Ehefrau, die Marie-Louise, ist im März 1810 da übergeben worden. Und deswegen ist auch da der Name entstanden, Luisenhöhe. Zwischen 1914 und 1918 tobte in Europa der Erste Weltkrieg. Als Mahnung für den Frieden und gegen den Krieg wurde von der Gemeinde St. Peter und mir als Bürgermeister hier ein Gedenkstein errichtet. 25.000 Menschen waren in einem riesengroßen Lager hier an der Matik inhaftiert. Endlich ist der Verkehr aus dem Bäder weg. Damit ist es in der Gemeinde viel ruhiger geworden. Weißt, ich möchte in einer Gemeinde leben, die auch was für Familien überhaut. Worüber lernen wir in der dritten Klasse in Sachunterricht? Über St. Peter. Genau, das ist unser St. Peter mit 2500 Einwohnern, unsere Gemeinde. In St. Peter können wir super unsere Freizeit verbringen und sind auch nicht so weit weg von der Stadt. Ich würde mich auch freuen, wenn ich später meinen Arbeitsplatz kriege in St. Peter. Ja, Herr Bürgermeister, was haben wir denn jetzt für eine Zukunft für uns in St. Peter? Ich würde sagen, eine sehr, sehr gute, Greta und Pauli. Die Gemeinde tut sehr, sehr viel für den Wohnungsbau. Wir haben großartige Unternehmerinnen und Unternehmer als regionale Arbeitgeber. Wir haben wunderbare Vereine, die sehr viel tun für die Freizeitaktivitäten. Wir haben eine sensationelle, gute Gastronomie in St. Peter und vor allem, wir haben eins, ganz, ganz tolle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die unsere Gemeinde erst zu Recht familienfreundlich und liebenswert machen.